Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Mittwoch zu einem weiteren One Card Channeling. Ich habe mir überlegt, da ja morgen am Donnerstag der Vollmond im Zeichen der Zwillinge stattfindet, werde ich heute mal ganz speziell nach einer Botschaft für diesen Vollmond fragen. Ich werde gleich das Rider Waite Tarot mischen, um eine Karte bitten und dann eine Botschaft für uns alle empfangen. Und diese soll diesmal unter dem Zeichen des morgen stattfindenden Vollmondes stehen. Ich frage also, was bringt der Vollmond auf den Tisch? Was möchte er beleuchten? Was wird wichtig sein? Es gibt dann aber morgen direkt am Vollmond ein weiteres Reading oder ein Channeling zu der Energie. Das weiß ich noch nicht genau, da lasse ich mich ganz intuitiv leiten. Es könnte durchaus sein, dass mal wieder eine gechannelte Botschaft ins Kollektiv kommen möchte. Denn was ich so schon wahrnehme, das hatte ich, glaube ich, am Montag in meinem Reading für die Woche auch schon gesagt, dass es bei diesem Vollmond vor allem im Hinblick auf das Sternzeichen Zwilling darum geht, dass sich Dinge an die Oberfläche begeben, die bis jetzt im Verborgenen waren. Also da könnte man durchaus auch mal das ein oder andere zweite Gesicht von jemandem erkennen. Ja, es könnten vielleicht Unwahrheiten aufkommen. Was ich aber auch wahrnehme, ist, dass wir Menschen uns nochmal bewusst machen dürfen, dass wir eine Schattenseite in uns tragen, ja, die auch gerade durch Vollmondenergie immer gerne beleuchtet werden möchte. Die Vollmonde dienen dazu und bringen da so ein bisschen die nötige Mutenergie auch ins Kollektiv, uns mal zu trauen, wirklich hinzuschauen, wo ist denn noch unser eigener blinder Fleck? Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es mich morgen da vielleicht mal zu einem Channeling wieder hinzieht, mal zu fragen, was hier eigentlich jetzt angeschaut werden möchte. Ja, vielleicht bekommen wir da einige Hinweise aus der geistigen Welt, was uns hilft, worum es jetzt zum Jahresende auch nochmal geht. Also da bin ich noch ein bisschen selber unsicher, ob es ein Channeling oder ein Kartenreading wird. Aber vielleicht habt ihr ja auch einen Wunsch. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was es sein darf, ob ihr euch eher für diese Vollmondlegung ein Kartenreading wünscht. Ja, ihr könnt auch ruhig Themen benennen oder Wunschlegeformen, was immer auch. Ich bin gern bereit, natürlich da auf euch einzugehen und ja, bin mal gespannt, was sich zeigt. So, meine Lieben, ein One-Card-Channeling. Ich habe das Deck schon mal vorgemischt. Ich mische jetzt hier eine Karte raus und frage jetzt auch schon mal, was möchte denn der Vollmond morgen ins Kollektiv bringen? Das ging wahrlich schnell, ihr habt es gesehen. So, wir schauen uns mal die Karte an. Jawohl, große Arcana-Karte, die Kraft. So, ich stelle die Karte mal hier hin. Gebt mir ein paar Sekunden, ich verbinde mich. Und wir schauen mal, was durchkommen möchte. Es geht für dich in deiner aktuellen Lebenssituation vielleicht gerade darum, dich einer Angst zu stellen, die du lange Zeit nicht sehen wolltest. Vielleicht hast du sie unterdrückt, vielleicht bist du vor ihr davongelaufen oder du hast sie bekämpft. Je mehr du diese Angst weghaben wolltest, desto größer hat sie sich aufgeblasen. Du merkst, es macht keinen Sinn, vor ihr wegzulaufen, denn sie holt dich ein. Es macht auch keinen Sinn, in den Widerstand zu gehen und sie zu bekämpfen, denn sie scheint dann besonders stark zu werden. Und es macht auch keinen Sinn, dich abzulenken,
woanders hinzuschauen und diese Angst einfach zu ignorieren. Sie ist dennoch da. So ist die einzige Möglichkeit, dich mit ihr zu konfrontieren, dass du zunächst einmal liebevoll annimmst, dass es diese Angst gibt. Setze dich hin, schließe deine Augen und visualisiere diese Angst vor deinem inneren Auge. Gebe ihr eine Gestalt. Gebe ihr eine Farbe. Visualisiere sie in einer bestimmten Größe. Und dann nimm Kontakt zu ihr auf. Frage diese Angst, was sie bezwecken möchte. Denn ganz sinnlos ist sie nicht. Vielleicht möchte sie dich vor einer vorschnellen Entscheidung warnen. Vielleicht macht sie dich auch darauf aufmerksam, dass es etwas in deinem Leben gibt, das dir nicht gut tut, wenn du dich weiterhin damit befasst oder dich darauf einlässt. Vielleicht aber ist sie auch da, weil sie dich an vergangene schmerzliche Erfahrungen in deinem Leben oder in früheren Leben erinnern möchte und dich davor warnt, dein Herz zu öffnen. Sprich mit deiner Angst und bitte sie, dir mitzuteilen, was sie zu sagen hat. Höre ihr zu. Vielleicht hörst du ihr jetzt zum allerersten Mal zu. Je mehr sie dir erzählt, desto besser wirst du sie verstehen können. Du brauchst dann nicht mehr vor ihr weglaufen. Du brauchst sie nicht bekämpfen und ignorieren. Tust du sie auch nicht mehr. Du lässt sie zunächst da sein. Du nimmst sie wahr und vielleicht verstehst du auch zum allerersten Mal, warum sie um dich ist. Vielleicht kannst du ihr dann aus deinem Herzen heraus eine Antwort geben auf das, was sie dir zu sagen hat. Vielleicht sagst du ihr: Ich verstehe, dass du mich bewahren möchtest vor weiterem Schmerz, aber das brauchst du nicht. Denn ich bin in meine Kraft hineingewachsen, um zu erkennen, dass nur mit einem offenen Herzen, das auch bereit ist, Risiko einzugehen, für mich ein erfülltes und liebevolles Leben möglich ist. Oftmals sorgt die Angst vor erneutem Schmerz dafür, dass wir unser Herz verschließen. Doch du wirst aufgefordert, dein Herz mutig zu öffnen. Für alles Dunkle, was noch in dir ist. Für jeden alten Schmerz, der noch einmal durch dich durchfließen möchte, um dein Energiefeld dann endgültig zu verlassen. Bedenke, dass der einzige Weg aus der Angst mitten hindurch führt. Wenn du dich dem stellst, wovor du Angst hast, verliert es seinen Schrecken. Daraus erwächst Urvertrauen zu dir selbst, Kraft in deinem Herzen und wenn du dann noch Vertrauen zu deiner göttlichen Führung hast, dass du niemals alleine gehen musst. Denn Gott führt dich durch deine größte Angst. An seiner Hand oder in seinem Arm kann dir nichts geschehen. Laufe nicht mehr davon, wenn du Angst spürst. Kämpfe nicht gegen sie an.
und ignoriere sie nicht, indem du dich ablenkst, sondern konfrontiere dich liebevoll mit ihr. Gib ihr ein Gesicht und verleih ihr eine Stimme. Und du wirst sehen, sie verliert die Macht über dich. Ja, meine Lieben, das war die Botschaft zum heutigen Mittwoch. Ich finde, diese Botschaft hat schon sehr gut zu dem gepasst, was dieser Vollmond, wie ich es anfangs gesagt habe, uns bringen wird. Die Energie ist schon da, vielleicht spürst du sie schon in dieser Woche. Diese Kraft zu besitzen, uns mit den Ängsten in uns zu konfrontieren, das ist nicht einfach, ja, denn es erfordert Mut, Ehrlichkeit sich selbst gegenüber und jeder Mensch, jeder von uns trägt Ängste in sich. Ich auch, meine Lieben, ja. Und auch ich laufe manchmal davon und möchte nicht hinsehen. Und auch ich fühle mich heute inspiriert von der Botschaft, meiner größten Angst ins Gesicht zu sehen. Und vielleicht hat diese Message auch dich inspiriert, deine Angst anzuschauen. Ja, wenn du selbst mal ein One-Card-Channeling für dich möchtest, für deine Lebenssituation, vielleicht auch zu einer ganz bestimmten Frage oder einfach als Botschaft aus der geistigen Welt für deine Entwicklung, dann schreib mir gerne eine WhatsApp oder eine E-Mail, dann mache ich das für dich. Ich bin sehr berührt davon, wie viele von euch dieses Angebot schon angenommen haben. Und ich freue mich über eure so liebevollen Rückmeldungen, wie oft das tatsächlich so den Nagel auf den Kopf trifft, obwohl ich zum Teil von euch gar nichts weiß, außer den Namen. Ja, wenn ich dann eine Botschaft empfangen darf, die euch hilfreich ist, dann macht mich das mehr als dankbar. 40 Euro der Ausgleich, ich mache das immer in den nächsten Tagen, wenn ihr anfragt. Alle Infos dazu findet ihr in der Infobox hier unter dem Video. Da findet ihr die Telefonnummer, unter der erreicht ihr mich über WhatsApp bitte als Nachricht. Und dort findet ihr auch die E-Mail-Adresse. Ja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Mittwoch, meine Lieben. Und freue mich natürlich, wenn ihr auch morgen dabei seid. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch ein Channeling wünscht zu dieser Vollmondenergie, ein Reading, vielleicht auch welches Thema. Und dann sehe ich schon, was sich da so herauskristallisiert. Das werde ich dann machen, wenn ich auch fühle, das passt so. Dann freue ich mich, wenn ihr morgen dabei seid, meine Lieben. Jetzt noch einen ganz schönen Mittwoch. Ganz liebe Grüße von mir, eine dicke Umarmung und hoffentlich bis morgen. Eure Uli. Tschüss.